Moin, liebe HSV-Fans, und ein ganz herzliches Willkommen zur neuen Folge von Abendbrot mit, präsentiert von unserem Partner Pop Feinkost. Ich freue mich sehr, heute einen Gast bei uns begrüßen zu dürfen, der seinen Hauptarbeitsplatz eigentlich gar nicht hier in der Alexander-Otto-Akademie hat, sondern in unserem Nachwuchsleistungszentrum in Norderstedt. Bei mir ist Florian Graudeguss. Du bist bei uns als Koordinator im Grundlagen- und Aufbaubereich angestellt. Herzlich willkommen. Danke für deine Zeit heute. Gerne. Ich habe es gerade schon angeschnitten. Wir haben hier mit dem Campus im Volkspark und den Trainingszentren in Norderstedt zwei Standorte unseres Nachwuchsleistungszentrums. Vielleicht kannst du den Zuschauerinnen und Zuschauern, die diese Aufteilung und Struktur vielleicht nicht so kennen, einmal erklären, warum das so ist und was das konkret für eure Arbeit im Alltag bedeutet. Also es ist so, dass wir nicht naturgegeben, sondern per Lizenzauflage dazu verpflichtet sind, eine gewisse Anzahl an Mannschaften auszubilden und zu selektieren. Und das beginnt bei uns im Grundlagenbereich in der U11, vorangestellt, bevor wir in die U11 dann oder in der U11 mit der ersten eigenen festen Mannschaft starten, haben wir unsere sogenannten Kinderperspektivteams. Die beginnen mit der U9 und hat zum Ziel, dass wir die Spieler, die wir dann fest verpflichten, nach Norderstedt in die erste eigene Mannschaft, dass wir die Jungs über den längeren Kennenlernprozess möglichst intensiv und langfristig kennenlernen, um eine ganz gute Einschätzung vornehmen zu können, wer denn das Zeug hat, weit zu kommen bei uns. Darüber hinaus haben wir dann den Aufbaubereich, der beginnt mit der U12. Das Ziel hat, möglichst viele Spieler, die wir vorher schon selektiert haben, dann auch so weiterzuentwickeln, dass sie auch das Zeug haben, in der nächsten Mannschaft auch die Übernahme zu erreichen. Und das Ziel setzt sich im Prinzip über alle einzelnen Mannschaften fort und hat das übergeordnete Ziel für uns in Norderstedt, dass so viele Spieler wie möglich aus unserer Heimatregion, sprich nicht so lange Anreisewege zum Training, dann auch das Zeug haben, hierher an den Campus Versetzung zu finden, nenne ich es mal. Und dann auf das Schiff Leistungsbereich Richtung Arena in unserem Rücken dann herzusiedeln oder aufzusatteln. Du bist dabei der Koordinator für diesen Grundlagen- und Aufbaubereich. Das klingt erstmal ein bisschen sperrig. Kannst du das für uns mal mit Leben füllen? Wie sieht dein Arbeitsalltag so aus? Mein Arbeitsalltag ist relativ vielschichtig und vielseitig. Also ich versuche das auch in den Elterngesprächen, wenn es darum geht, einen Spieler zu uns zu holen und davon zu überzeugen, dass wir eine gute Adresse für seine Ausbildung sind, auch immer zu erklären und versuche das darzustellen mit meiner Person als Klammer für die zwei Haupthandlungsstränge, die wir so haben. Das ist der eine, den die Jungs in dem Moment dann kennen, ist die Selektion, also der Prozess, der über das Kennenlernen läuft, bis hin zu der Ausbildung. Also zwei Haupthandlungsstränge, Selektion und Ausbildung. Und da bilde ich als Person mehr oder weniger die Klammer und versuche alle beteiligten Personen, die bei uns arbeiten, sowohl Trainer als auch Scouts, ein Stück weit auch die pädagogischen Mitarbeiter bei uns, so weit ins Boot zu holen, dass wir alle mit einer selben Idee an Spieler herangehen, also welche Spieler wir holen und inwieweit wir sie dann versuchen weiter auszubilden, sodass sie das Zeug haben, möglichst weit zu kommen. Du hast es gerade schon angeschnitten, die jüngsten Jungs sind quasi Teil der U9 und das zieht sich dann hoch bis in die U15. Das sind natürlich Jungs, die ihre ersten Berührungspunkte mit dem HSV haben, die dann irgendwann das Ziel haben, auch hier im Campus anzukommen. Nebenbei kommen die Jungs alle irgendwie früher oder später noch in die Pubertät. Wo siehst du so die größten Herausforderungen in der Zusammenarbeit mit diesen Altersklassen? Es lässt sich gar nicht so verallgemeinern. Es ist tatsächlich so, dass es mit den Trainern im Kinderperspektivbereich tatsächlich darum geht, den Jungs die Freude am Trainieren, am Spielen, am Fußballsport irgendwie zu vermitteln, dass da tatsächlich nach der Trainingseinheit bei den Jungs, im Alter von 9 oder 10 Jahren wirklich haften bleibt, Mensch, das war ein richtig gutes Training und hat richtig viel Spaß gemacht und die Trainer beim HSV, das sind richtig gute Leute oder das sind einfach nette Menschen und da macht das Fußballspielen Spaß. Bedeutet, dass dort der Erstkontakt in Anführungszeichen Werbung für den Verein ist, aber dann auch der Inhalt irgendwie so ein bisschen vermittelt werden kann über den Spaß. Darüber hinaus geht es dann so weit, dass wir in der U12, U13 so langsam herausfiltern, wo geht denn die Reise in dem Profil des einzelnen Spielers irgendwann mal hin oder wo könnte sie mal hingehen? Sprich bei einem Spieler, der als Kind irgendwann als bewegungsbegabt diagnostiziert oder analysiert wurde, zu uns den Eingang gefunden hat, dass wir da irgendwann eine Idee entwickeln, so über den D-Jugendbereich,
was könnte das dann irgendwann mal für eine Position werden, für ein Profil werden? Gar nicht mal ganz genau auf eine einzelne Position runtergebrochen, sondern eher so verallgemeinert, ist es eher ein offensiver oder ein defensiver Spieler? Und mit Beginn der Pubertät ist es tatsächlich so, logischerweise verstärken sich dann die Schwankungen in der Leistung bei den einzelnen Spielern nochmal ein bisschen. Oder zunehmend. Der Spieler, der vorher vielleicht ein Riesentalent war, ist in der Pubertät dann in einer Riesendelle, weil alle anderen reinschießen in die Hormone oder mit Hormone dann einen Riesensprung machen, sowohl körperlich als auch dann mental. Und der Junge, der eben noch wartet auf den Hormoneinschuss, der ist dann logischerweise ein Stück weit hinten dran. Und da müssen wir, auch ich in meiner Person, immer mal so ein bisschen versuchen, Geduld walten zu lassen, den Jungs das Gefühl zu geben, dass es nicht nur um die aktuelle Leistungsstärke geht, sondern vielleicht auch oder viel eher noch um die Perspektive, was dann dabei mal rauskommen kann und den Jungs dann auch ein Stück weit Vertrauen zu schenken. Also das ist, wie gesagt, von den ganz Kleinen bis zu unseren Großen in Norderstedt ein unterschiedliches Anforderungsprofil an die jeweiligen Stellen, aber ich für meinen Teil versuche da immer so ein bisschen die Klammer zu bilden und mit ein bisschen Geduld auf die Sache zu blicken und nicht nur diesen zeitlichen Korridor von 10, 12 Monaten zu haben, was den Saisonverlauf angeht, sondern da ein größeres oder ein breiteres Auge drauf zu haben, wenn man das so sagen kann. Das heißt aber, deine Aufgaben sind zu einem ganz großen Teil auch pädagogischer Natur, dem du auf die Jungs eingehst. Ja, ein Stück weit natürlich schon. Ich versuche das, liegt so ein bisschen in meinem Naturell oder in meinem Selbstverständnis oder an die Herangehensweise dieser Arbeit. Ich verbinde oder mich verbindet mit den Spielern, die ich irgendwann mal mit verantwortlich auf die oder in den HSV geholt habe. Nicht nur emotional was, sondern ich habe ja bei jedem einzelnen Spieler, den ich zu unserem Club hole, auch eine gewisse Fantasie, dass es irgendwann mal wo enden könnte. Und da habe ich für meinen Teil dann entschieden, dass ich nicht so knallhart an die Sache rangehen möchte, weil ich eben halt auch über den Verlauf über den Zeitraum von 12 Jahren unterschiedliche, ich nenne es mal Talentkarrieren verfolgen konnte und da eben halt auch festgestellt habe, dass es vielleicht auch mal sinnvoller ist, bei dem einen oder anderen Spieler ein bisschen geduldiger zu sein und ein bisschen mehr Vertrauen zu schenken, weil es am Ende dann zu was Besserem führen kann, als dann kurzfristig den ganz knallhart an die Sache ranzugehen. Und deswegen versuche ich das selber so ein Stück weit zu vertreten und wenn das dann ein bisschen pädagogisch ist, meinetwegen gerne. Für die Jungs, du hast es gerade schon angesprochen, ist natürlich das erste größere Ziel, den Sprung in den Leistungsbereich zu schaffen, also hier an den Campus zu kommen. Haben die Jungs denn vorher auch schon Berührungspunkte mit dem Campus oder ist es tatsächlich erstmal nur Norderstedt und dann kommen sie in die U16 und dann siedeln sie quasi hier über? Also es gibt tatsächlich ein paar Berührungspunkte. Wir haben einmal jährlich logischerweise unser großes gemeinsames Event, wo alle Mannschaften und alle Mitarbeiter des NLZ, also nicht nur aus Norderstedt, sondern auch hier aus dem Campus zusammenkommen und das schöne, wunderschöne Bild auf der Gegengerade machen. Und darüber hinaus versuchen wir immer mal wieder kleine, wie ich es nennen soll, Happenings oder ein paar Termine einzustreuen, dass die Jungs dieses gute Gebäude oder dieses gute Setting hier an der Arena dann auch schon mal kennenlernen. In der Hauptsache ist es aber tatsächlich so, dass die Jungs ihren kompletten Alltag drüben bei uns in Norderstedt absolvieren oder erleben und auch unsere Trainer, abgesehen von vielleicht ein oder zwei wöchentlichen Terminen hier am Campus, dann auch hauptsächlich drüben in Norderstedt ihren Alltag zu bewältigen haben. Ist natürlich auch eine große Herausforderung für alle Mitarbeiter, aber auch in meiner Person, da nicht das Gefühl entstehen zu lassen, Mensch, hier ist alles Hochglanz und drüben in Norderstedt ist man so ein bisschen abgehängt oder man schwirrt irgendwo im Orbit. Aber da unterstützen mich natürlich dann auch und meine Kollegen Sebastian Harms und Sven Mahr extrem. Eva Lockner ist auch eine Person, die ganz viel als Multiplikator versucht zu wirken. Dinge, die hier im Campus kommuniziert oder diskutiert werden, dass die dann auch in Norderstedt einfach stattfinden und dann auch in den Gedanken der Leute irgendwie mitgenommen werden. Und das hilft, dass eben nicht dieser Eindruck entsteht, Mensch, Norderstedt ist so, schwirrt irgendwo rum, sondern das wird es bleibt eine Herausforderung, jedes Mal im Alltag, aber es ist tatsächlich im Moment schon ganz gut. Und wir haben diesen Sprung zwischen, also diese 20 Kilometer, die dazwischen liegen, habe ich zumindest das Gefühl, haben wir ganz gut bewältigt und dass die Leute sich da ganz gut mitgenommen fühlen und nicht komplett abgehängt fühlen. Das heißt, der ständige Austausch ist auch da wahrscheinlich
der Schlüssel zu einer guten Zusammenarbeit. Trotzdem ist der Fototag, den du gerade schon angesprochen hast, immer noch ein Tag, der ein bisschen heraussticht. Einmal im Jahr kommt da die große HSV-Familie zusammen. Das sind dann über den Daumen gepeilt schon so um die 300 Personen, die sich dann hier im Volkspark treffen, unter anderem um das große HSV-Familienfoto knipsen zu lassen. Und wir von HSV-TV waren auch in diesem Jahr wieder dabei und haben ein paar Eindrücke für euch mit der Kamera festgehalten. Auch in dieser Saison trafen beim Fototag der HSV-Nachwuchsmannschaften wieder alle großen und kleinen Rothosen im Volkspark aufeinander. Neben den individuellen Mannschaftsfotos der einzelnen Jugendteams stand am Ende auch das traditionelle gemeinsame Foto aller HSV-Mannschaften auf der Westtribüne auf dem Plan. Ein besonderer Moment für die jungen HSVer, denn auch unsere Profis waren natürlich Teil des Fotos und mischten sich unter die Nachwuchskicker. Ich freue mich schon, dass wir heute die Profis sehen, weil ich war noch nie so nah an denen dran. Den Abschluss des Tages bildete ein gemeinsames Grillfest aller Mannschaften, bei dem kein Selfie- oder Autogrammwunsch unerfüllt blieb. Ja, gerade da war ordentlich was los hier am Volkspark. Den Fototag gibt es jetzt oder gab es in diesem Jahr zum 9. Mal bereits. Für viele Mitarbeiter ist das ein Stück weit Tradition geworden. Für dich auch? Allerdings, ich habe, bevor wir jetzt hier zusammengekommen sind, habe ich mir überlegt, das wievielte Foto das ist, wo ich jetzt mit dabei bin. Ich kann mich, glaube ich, gar nicht daran erinnern, jemals gefehlt zu haben. Wir haben ja auch schon mal was anderes probiert, aber am Ende sind wir doch wieder zu diesem oder immer wieder zu diesem Foto zurückgekommen. Und ich saß eben gerade neben oder saß bei dem Foto neben einem Spieler aus der U11 oder zwei Spielern aus der U11, die sich gefreut haben wie Bolle, dass sie Stars wie Aaron Hunt oder so dann sehen konnten und haben dann gefragt, ob sie die auch gleich ansprechen dürfen. Da habe ich gesagt, na klar, geht hin und macht mit allen Selfies. Und das ist nicht nur für unsere Jüngsten dann tatsächlich ein Highlight, sondern auch für uns. Es ist dann ja mal so, alle Leute, die zu dieser Familie dazugehören, dann wirklich an einem Tag mal dazu sehen oder irgendwie ja, Körperkontakt mehr oder weniger aufnehmen zu können, mit denen mal sprechen zu können, die sind dann tatsächlich mal nah oder nahbarer als im Alltag. Und wie gesagt, das ist absolute Tradition und für jeden irgendwie dann auch ein Stück ja, gemeinsam ja, dazuzugehören und ein schönes Gefühl dann irgendwie, dass alle irgendwie in eine Richtung denken und den HSV irgendwie mit Leben füllen. Das finde ich, also ist eine super Sache und das jedes Jahr wieder. Wir haben es in den letzten Jahren ja immer mal wieder mit anderen Formationen versucht. Mal wurde das Foto beispielsweise auch draußen auf den Trainingsplätzen geschossen. Mal waren die Mannschaften ganz durcheinander gemischt auf der Westtribüne. In diesem Jahr haben wir sie wieder auf der Westtribüne platziert. Hast du in dem Moment eigentlich wahrgenommen, welche Formation da gerade gebildet wird? Oder wie lief der Tag so aus deiner Sicht? Ja, ich habe die letzten Jahre immer versucht, da war ja so ein Zusammenschnitt, irgendwie so ein verschnelltes Video oder in höherem Tempo zusammengeschnitten. Und das fand ich, in dem Moment war mir gar nicht klar oder wurde mir erst klar, wie sich das ganze Bild dann formiert. Und wenn es jetzt, wenn man dann mittendrin sitzt, fällt es tatsächlich schwer, nachzuvollziehen, wo befinde ich mich gerade eigentlich in der Formation und so. Also man merkt schon, dass so eine Grundformation irgendwie entsteht, aber wo genau und wie genau das dann aussieht, das wird einem dann erst tatsächlich klar, wenn das Bild fertig ist und man dann von 60, 70 Meter Entfernung dann drauf guckt, so ungefähr. Ja. Abgerundet wurde der Tag dann noch durch ein gemeinsames Abendessen, das ein bisschen anders ausgefallen ist als das, was wir gerade zu uns nehmen, aber das war sicher für die jungen Spieler auch nochmal ein ganz besonderes Highlight. Du hast ja gerade schon mal angeschnitten, dass dort auch die Möglichkeit bestand, Selfies oder Fotos jeglicher Art mit den Idolen aus den älteren Nachwuchsmannschaften und natürlich dann auch von den Profis zu machen, gemeinsam zu essen, Zeit zu verbringen. Hast du da im Anschluss nochmal Feedback von den Jungs? Ja, na klar. Ich habe mir bei den Jungs, die ich dann vorher auf die Reise geschickt habe, denen ich Hinweise gegeben habe, habe ich nochmal so ein Feedback eingeholt. Wie war es denn? Was habt ihr denn gefragt? Und die Jungs waren so nervös in dem Zusammentreffen scheinbar, dass sie die Fragen, die sie sich vorher überlegt hatten, alle nicht gestellt haben. Immerhin, Fotos haben sie gemacht. Eine nette Anekdote habe ich noch. Und zwar einer unserer Fahrer, der macht das für sich zur Tradition und vor allem für seinen Enkel. Der kauft jedes Jahr das neue HSV-Trikot und läuft dann mit diesem HSV-Trikot zu allen Profis und lässt das für seinen Enkel unterschreiben. Das macht er seit, glaube ich, 3 oder 4 Jahren. Und er freut sich jedes Jahr darauf, alle Profis oder allen Profis dann zu begegnen. Das sind so nette kleine Geschichten, die dann aber irgendwie das zeigen, was ich gerade sage. Das ist für alle irgendwie das Gefühl, man denkt in dieselbe Richtung, man arbeitet für das gemeinsame Ziel. Und das finde ich dann in dem Moment echt, echt schön. So, wenn wir Fahrer oder andere Mitarbeiter oder auch Spieler von uns dann solche Sachen berichten können. Also, cooles Event jedes Jahr wieder. Unmittelbar
An diesen Fototag ging es dann aber für die Jungs natürlich wieder zurück in ihre Teams und auf den Fußballplatz, denn die nächsten Spiele standen ja am Wochenende dann bevor. Jetzt starten die Jungs langsam in die Herbstferien. Heißt das auch für euch, es wird ein bisschen ruhiger in den kommenden Wochen oder wie sieht der Herbst so bei euch aus? Es ist schon so, dass wir uns gerade in dem Altersbereich, wo die Jungs wirklich viele Termine haben, also viel körperliche Belastung auch haben, aber auch schulische Belastung haben, dass wir da versuchen, die Fenster, die uns bleiben, die wenigen Fenster, auch mal komplett runterzufahren. Was bedeutet, dass wir den Jungs Pause gönnen, was gleichzeitig dann also meistens auch bedeutet, dass die Trainer mal für 3, 4, 5, 6 Tage oder eine Woche rausgehen können. Und auch versuchen, den Akku wieder neu aufzuladen. Also es ist dann so, eins dieser Fenster ist halt von U14 einschließlich runter bis zu den kleinsten, ist denn das Herbstferienfenster. Und dieses Jahr ist es sogar glücklicherweise so, dass alle uns betreffenden Bundesländer, also Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, alle zeitgleich diese Herbstferien haben. Und deswegen wir da auch für eine Woche einen kompletten Break machen und in Norderstedt bis auf die U15 alle Mannschaften den Ball mal ruhen lassen und sich erholen können, genau. Und dann geht's voller Energie wieder im Ligabetrieb für alle Mannschaften weiter. Graude, euch viel Erfolg dabei. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, einmal bei uns vorbeizuschauen. Ja, ist gerne noch in Ruhe auf. Und euch allen da draußen schon einmal herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal beim Pop-Abendbrot.